Ich habe diese Präsentation aus mehreren Präsentationen zusammengestoppelt. Ja? Aber im Wesentlichen bin ich jetzt immer noch beim Definieren der Begriffe. Ja? Was versteht die Gabi unter was? Also Wirbelstruktur, überall in der Natur, die Asymmetrie erkennbar, auf einer Seite schmaler, auf der anderen breiter. Wenn man genau hinschaut, überall in der Natur Substrukturen erkennbar. Nächster Begriff, Torcado. Den Begriff hat die Gabi selber geprägt in Anlehnung an das, was man da sieht bei einem Tornado. Ja? Weil es das ja in der Natur überall gibt, hat sie diesen Kunstbegriff Torcado, damit man das andere Bild vom Tornado gleich immer in den Kopf kriegt, geprägt. Das ist also diese in sich geschlossene Wirbelstruktur, wobei sie immer erwähnt, wenn diese Grafik hier, die ein Grafiker für sie gemacht hat, gezeigt wird, dass das nur ein winziger Ausschnitt von einem Wirbel ist. Nämlich nur eine so eine Wirbellinie, also innen, rauf, außen, runter. Und dieses Netz, was man hier sieht, wäre quasi der begleitende Bereich, der rundherum um diese schwarze Linie jetzt ist. Ja? Also im Zentrum dieser Netzstruktur wäre die schwarze Linie, diese sogenannte Wirbellinie. Und bei einem Wirbel in der Natur ist ja nicht eine, da sind immer viele, zig, Millionen, Milliarden, je nachdem, um was für ein Wirbel es sich handelt. Und das Wesentliche, es gibt einen Kernbereich im Inneren, einen Bereich außen herum und der Bereich, wo der Eintritt ist, ist immer schmaler als der Bereich, wo der Austritt ist. Und dieses Gebilde, wo das eben hier ja nur der Ausschnitt von einem Gesamtwirbel ist, aber wir nehmen jetzt diese Grafik, weil ein Gesamtwirbel, wie soll man denn den grafisch darstellen, ja? Wenn also so ein Wirbelgebilde, das befindet sich ja immer in irgendeiner Art von Umgebungsströmung. Und diese Umgebungsströmung wird hier auch als Quellenfeld jetzt bezeichnet. In dieser Umgebungsströmung richtet sich automatisch jedes Wirbelgebilde aus. Und stabil bleibt so ein Wirbelgebilde innerhalb einer Umgebungsströmung, aber nur dann, wenn die Umgebungsströmung, die ja auch eine gewisse Quantisierung hat, die ja auch aus Substrukturen wieder besteht, wenn diese Umgebungsströmung zu dieser Wirbelstruktur von der Größenordnung her passt, so wie ein Schloss und ein Schlüssel zusammenpassen müssen oder ne, die Mutterbrust zum Babymund passen muss. Und durch diese Umgebungsströmung erfolgt dann dadurch, dass, was mit diesem Babymund und der Mutterbrust angedeutet wird, erfolgt auch die Ernährung dieses Gebildes von außen. Da wird etwas eingekoppelt, was eben von der Größenordnung her passt, was aus dieser Strömung dazu eingekoppelt wird in die, das ist die Ernährung und gleichzeitig geht aber auch an die Umgebung wieder was ab. Und das ist dieses ständige Geben und Nehmen in der Natur. Dieses Gebilde hier, was eben auch auf dem Titelbild Ihres Buches zu sehen ist, hier schön bunt, das ist möglicherweise irreführend. Auch mein Mann, der ja Physiker ist, hat dann gedacht, alle Wirbel in der Natur müssen so ausschauen. Das ist nur ein Hinweis auf diese Prinzipien. Wie wir vorher schon gesagt haben, bei dem Blitz oder bei der Baumstruktur, da gibt es unendlich viele Formen in der Natur. Ja? Und außerdem müsste, wenn man es richtig zeichnen würde, was also rein vom Programm des Grafikers nicht machbar war,
diese netzartige Struktur dürfte nicht so ein Gitternetz sein, sondern das müsste auch wieder eine spiralige Struktur haben. War nur nicht darstellbar. Ja? Das heißt, dieses Netz ist in Wirklichkeit nur ein Hinweis, das ist der Einzugsbereich von der Sogwirkung, die durch die innere Wirbellinie entsteht. Da habe ich versucht, diese innere Wirbellinie einzuzeichnen. Ja, nochmal zurück. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass es von diesen inneren Wirbellinien, von dem roten, viele, viele, viele nebeneinander gibt, das jetzt sich überlagert, dann entsteht sowas wie eine Eiform. Ja? Diese Eiformen, die man in der Natur wieder überall findet, wo sich dann im Kernbereich, also entlang dieser Linie, jede einzelne Linie ist ja wieder wie eine Art Wirbelkernbereich, wo sich was materialisieren kann. Das ja? Küken im Ei unter die Wirbelsäule. Ja, ja, es materialisiert sich im Entstehungsprozess entlang dieser zentralen Wirbellinien auch die Materie letztlich dann. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Begriff, den man definieren muss, nämlich den Begriff Masse. Also in der Normalphysik wird zwar mit Masse operiert, gearbeitet, sehr erfolgreich, aber definieren kann es keiner, was Masse ist. Und für die Gabi ist Masse ein Ausdruck für das, was durch den Sog entsteht. Der Wirbel erzeugt Sog und das ist identisch mit Masse. Mehr ist Masse auch nicht. Ja? Für die Gabi ist Masse Sog. Der Sog, der entsteht durch das, was hier zum Beispiel entlang der roten Linie fließt. Ich glaube, wichtig ist, dass ihr euch merkt, der Begriff Masse kann synonym ausgetauscht werden mit dem Begriff Sog. Kann man so sagen, Gabi? Ja. Gut, also Masse ist gleich Sog, Kurzfassung. Oder Sog ist gleich Masse. Und zwar, ja, haben wir hier in dem zentralen Bereich, wo hier etwas herumwirbelt, entsteht in dem grünen Bereich der Sog. Und was da im Außenbereich von dem Donut, also hier sieht man diese Linie, wenn ich die verfolge jetzt hier mit der Maus, ja, das ist im Außenbereich die Linie. Und diese, was da im Außenbereich fließt, saugt die gelbe Zone hier leer. Leer in Bezug auf dieselbe Größenordnungsebene. Aber da fließt natürlich auch was hinein, das von der feineren Ebene. So wie wir gesagt haben, die Hand und das Wasser. In Bezug auf dieselbe Größenordnungsebene wird es leer, wird vakuumisiert, ist der Sog, aber dort, wo das Gröbere wegströmt, fließt ja das Feinere hin. Deswegen immer ineinander verschachtelt. Also, aber angenommen, wir würden das jetzt als materielles Teilchen sehen, das, was unsere Physiker als die Masse vom materiellen Teilchen wahrnehmen, ist im Prinzip, sind diese zwei Sogbereiche, der zentrale und der in dem Schlauch. Ja. Aber eben, das ist jetzt nur das Prinzipbild in der Natur, nicht so symmetrisch, sondern immer asymmetrisch in verschiedenen Formen und so weiter. Ja? Gilt für alles. Und jetzt lese ich wieder vor. Masse entsteht also senkrecht zur schnellsten Strömungsschicht als Sog. Strömungsschicht deswegen, weil strömen tut ja nie nur entlang einer Linie was, sondern es ist immer eine ganze Schicht. Im Wesentlichen wird also einerseits der Schlauch des Torus, also das hier, der gelbe Bereich, ausgesaugt und andererseits der Bereich im Zentrum, also die grüne Zone. Die gelbe Zone entspräche, wenn man das sagt, das Ganze wäre jetzt ein Atom, entspräche der Protonenmasse und die grüne der Neutronenmasse. Aber nur bei Wasserstoff. Beim schweren Wasserstoff, sonst kann man es gar nicht so sagen. Ich glaube, das lese ich lieber wieder vor. Nur eine Sorte von Masse registrieren wir derzeit als solche, und zwar die, aus der wir selbst und unsere sichtbare Welt und Messtechnik sind. Die Sogmassen in höheren, feineren Ebenen haben dieselben Eigenschaften, auch wenn sie für uns nicht messbar sind.
Die Sogmasse eines Tornado gehört zur tieferen Ebene und wäre messbar, wenn Sog als Masse erkannt und Masse prinzipiell so als Wirkung von Sog definiert werden würde. Auch das Sonnensystem und größere kosmische Wirbel haben entsprechende Sogmassen, die zu berücksichtigen wären. Dann würde die Suche nach dunkler Materie und dunkler Energie ein Ende finden. Voraussetzung wäre aber die wirbelfähige Hätherfüllung des Vakuums endlich anzuerkennen. Und da kommen wir jetzt schon wieder zum nächsten Begriff und zur nächsten Definition. Die Gabi hat diesen Begriff Häter mit H vorne geprägt, um es abzugrenzen von dem üblichen Begriff Äther, weil es nicht nur einen Äther gibt, sondern eine Ätherhierarchie. Eine Ätherhierarchie, die holographisch ineinander verschachtelt ist. Und Hierarchie fängt mit H an und holographisch fängt mit H an. Und als Eselsbrücke dafür das H vor das Wort Äther gesetzt, habe ich das jetzt richtig erklärt, ist ihr Häter-Begriff. Ja? Wenn also die Gabi jetzt in ihrem Buch oder sonst wo auf ihren Internetseiten Häter schreibt, meint sie damit eine Fülle von feinstofflichen Flüssen in ihrer hierarchischen und holographischen Struktur. Und nicht nur eine. Bräuchte eigentlich einen Index, dass man sagt, Nummer so und so und so. Ja, man müsste das nummerieren. Man müsste sagen, Ätherfluss 1,7 oder so. Ja? Ebene 1, Stufe 7. Ja. So, also, zusammenfassend nochmal, egal welche Form in der Natur solche Wirbel einnehmen, immer asymmetrisch. Manchmal auch mehrfach gekrümmt, das hat dieser Künstler hier versucht darzustellen mit dieser Apfelanordnung da. Oder flach oder langgestreckt, wie der Blitz, wie wir vorher gesehen haben. Und Austrittsbereich immer breiter, Eintrittsbereich immer schmaler, aber immer nur relativ zu dem jeweiligen Wirbel, je nachdem wie der auch ausschaut. Und in manchen Fällen ist dieser Unterschied zwischen breit und schmal ganz klein. Das sieht man vielleicht mit dem freien Auge gar nicht. Und bei anderen Wirbeln, so wie bei unserem schönen Tornado, da ist es sichtbar. Ne? Nochmal hier. Überall diese konusförmigen Strukturen. Und überall erkennen wir ja auch diese Sogwirkung. Nur wird es in unserer bisherigen Wissenschaft eben diese Beziehung zwischen dem Sog und unserem Massebegriff nicht hergestellt. Und das ist das Wichtige, was sie hier reinbringt. Und das habe ich dann noch in den Veden gefunden. Also da steht es genauso. Das wusste ich 10 Jahre lang nicht. Weiß ich auch nicht. Siehst du? Ja, bei Gute Chemie in der Einleitung, in den ersten 10 Seiten steht das schon. In dem Buch Okkulte Chemie. Das ist das, was beschäftigen wir uns dann im Anschluss. Gut, also hier nochmal, im Zentrum des Kernschlauchs, dieser leere Bereich, der ist ja auch nicht leer, deswegen unter Anführungszeichen, dieses sogenannte Auge des Orkans ist nicht leer und da strömt was rein und das ist das, was die Gabi Ausgleichsströmung nennt. Und deswegen hat sie vorhin gesagt, dieser grüne Bereich, dieser Massebereich, der wird durch die der Sog in dem grünen Bereich, in dem zentralen Kernschlauchbereich, wird durch diese feinere Ausgleichsströmung bewirkt oder entsteht durch die, dass die da hineingesaugt wird. Dann, warum bleibt denn so ein Wirbelkörper über längere Zeit stabil? Und das, was wir Widerstand oder Reibung nennen, das führt ja normalerweise zu einer Verlangsamung, kennen wir alle. Wenn das nicht eben von einer beschleunigenden Kraft überwogen wird. Deshalb, in der Natur gibt es die stabilen Strukturen, also
Der Umkehrschluss erfordert eigentlich schon, dass ich sage, okay, da muss was sein, wo es reinfließt, auch wenn ich es nicht sehen und wenn ich es nicht wahrnehmen kann. Wieder dieses Fütterungsprinzip. Hier noch einmal, innen die Ausgleichsströmung und die Umgebungsströmung ist das Grüne. Dieses Nährende, damit so eine in sich geschlossene Struktur aufrecht. Hier auch verschiedene Hierarchien. Hätte vielleicht innen ein anderes Grün nehmen können. Es muss nicht die gleiche sein, es sind mehrere. Können verschiedene Feinheitsgrade sein, ja, von Strömungen, die da... So schneller, dann wird auch noch feineres einfließen. Ja. Ja, weil in Wirklichkeit alles ineinander verschachtelt ist. Ja? Und die, weil eben alles, eine hierarchische Kette, immer das Gröbere und das Feinere hängt miteinander zusammen, das ist im Prinzip der jetzt physikalisch erkennbare Hintergrund von diesem spirituellen oder religiösen Aussagen, dass alles eins ist, alles miteinander verbunden. Und das ist also etwas, was vielleicht du wieder besser erklärst da mit dem Diagramm. Diese Stelle, wo die Energie eingespeist wird. Also da ganz außen, wo der längste Weg ist, kann man es am besten sehen, dass es dort diesen Fall, dieses VG ist sozusagen die Zusatzenergie. Dieses Stückchen hier. Diese Substrukturen im freien Fall sich beschleunigen. Wenn das der gesamte Wirbel ausgerichtet ist, wenn auf der Seite liegt, nicht mehr. Ja, es gibt auch manche Geräte, die gebaut werden und wenn die flach liegen, gehen die nicht. Die müssen senkrecht stehen. Also der Wirbel wirklich diese Funktion noch ja, für unsere grobstoffliche Materie hier auf der Erde ist die Umgebungsströmung die wir als Gravitation wahrnehmen. Das heißt, es ist die Ausrichtung im Gravitationsfeld. Und was Sie jetzt meinen, wenn man also versucht, technische Apparate zu bauen, um freie Energie oder einzukoppeln und man richtet die falsch aus, dann können sie nichts einkoppeln. Weil die muss ja aus der Umgebungsströmung, muss ja das eingekoppelt werden, was man dann irgendwo wieder rausziehen muss. Und das ist jetzt nur die Prinzipdarstellung. Also in dem Bereich vom Wirbel ist das größte Ausmaß an Einkoppelung möglich. Aus der Umgebungsströmung. Weil es am längsten dort unterwegs ist. Die Zeit ist also viel größer als innen, wo das Gegenteil passiert. Ja? Langer Weg braucht länger, hat also länger Zeit, um dort einzukoppeln. In der Physik wird diese Zeit weggelassen. Da wird dann nur von potenzieller Energie, Wegunabhängigkeit und so, das ist nicht richtig. Ja? Da hängt es nicht mit der Oberfläche zusammen. Ja, ja. Ja. Das ist einfach der Außenweg, ja. Dauert da länger. Und ja? Ist außerdem nochmal Zusatzgeschwindigkeit, der Bahnimpuls ist dann nach oben gerichtet und in Eigendrehung. Also, das ein kleines Detail jetzt zu, wie diese Ernährung vom Wirbel man sich vorstellen kann jetzt rein rechnerisch. Und dieser Pirouetteneffekt, den wir alle kennen, ja, wenn was enger wird, die Beschleunigung führt dann dazu, dass das, was außen ist, wurde was eingesammelt durch die Ernährung, durch den Pirouetteneffekt, kommt dann die Beschleunigung zustande, sodass es überhaupt möglich ist, dass innen in dem Kernschlauchbereich die Strömung entgegen der Umgebungsströmung verlaufen kann. Ja, das macht es immer, aber es wird nicht aufgefressen. Ja, der Zugewinn wird dann nicht aufgefressen, verbraucht, weil dort weniger Interaktion mit der Umgebungsströmung ist. Außen wird gefüttert und es wird nicht genauso viel abgegeben, verbraucht, auf dem Weg, weil der kürzer ist. Wenn 100% der Bahndrehimpulse in die Eigendrehimpulse ginge, würde das schon wieder nicht funktionieren. Aber die sind begrenzt, die Eigendrehung ist begrenzt und der Rest geht dann in die Geschwindigkeit. Das ist der Grund, warum es funktioniert. Das muss man für die Techniker und so. Für die Techniker. Da muss ja Vakuum entstehen. Ja, ne? Nur in der Natur gibt es kein Vakuum, da gibt es immer nur die jeweils feineren Ebenen, die dann nachströmen. Aber die haben ja keine Wechselwirkung. Ja?
Man hat aber Wechselwirkung gibt es immer nur mit der zu passenden feineren Strömung. Das ist die Geschichte, wo sie gesagt hat, Schloss, Schlüssel, Babymund und Mutterbrust. Ja? Also die Wechselwirkung von einer Strömung und einer anderen, da muss ein passendes Größenverhältnis da sein und alle anderen... Es gibt ja die Stufen, die wechselwirken alle miteinander. Ja? Aber wenn dann Lücken sind, wo man von der ganz feineren in die dritte geht, ja? Das ist entkoppelt. Also nach dem Obertongesetz pflanzt sich die Wechselwirkung letztlich auch fort. Aber dazwischen ist eben keine. Stichwort Pulsation, das ist das, was die Gabi gerade gesagt hat, die Kontraktionsstrecke, ja, also die Strecke, die innen da ist, muss insgesamt kürzer sein als die Expansionsstrecke, also die Strecke außen. Und wenn das der Fall ist und eine Umgebungsströmung da ist, die nähren kann, in der passenden Größenordnung, dann bleibt der Wirbel stabil. Und wenn es nicht der Fall ist, dann zerfällt er. Der Sog muss sozusagen von ganz oben nach ganz unten reichen, damit die Strömung von weit her schon den Sog hat, nicht erst ganz unten, sonst löst es sich auf. Es muss also der Sog muss da schon ansetzen, damit es da unten reingesaugt wird. Der muss so groß sein, dass er bis hier unten reicht. Ja. Ansonsten würde er bloß bis hierhin reichen bei Symmetrie. Ja, und dann wird der Fluss da in der Mitte aufhören und es wird... Es würde weggehen. Aufhören. Da... Nur ein Querbezug, ja. Wer sich mit dem Wilhelm Reich schon beschäftigt hat, weiß, da gibt es auch dieses Kontraktions-Expansionsprinzip, was er Erregung, Entspannung nennt und so weiter. Alle, die da geforscht haben in der Richtung, sind auf dasselbe gestoßen, alle haben es nur in ein paar andere Namen gekleidet. Da haben wir das erste Mal jetzt den Bezug auf dieses Leadbeater-Modell, auf das kommen wir dann später zurück. Hier nur kurz der Hinweis. Diese hierarchische Verschachtelung in der Schöpfung wurde eben in diesem Buch, die okkulte Entwicklung der Menschheit, so dargestellt. Wir haben das auch gestern beim Rüdiger gehabt. Ja? 3 goldene Schlüssel, 4 silberne. Insgesamt 7 Schöpfungsbereiche, 7 Schöpfungsebenen, 7 Schöpfungsphasen. Und in diesen Büchern von den Theosophen, da eben aus dem Beginn 20. Jahrhundert geschrieben, da gibt es eben eine Aufteilung in Ebenen und jede Ebene dann noch einmal in Stufen. Ich habe hier nur herausgezeichnet, die Stufen jetzt von dieser physischen Ebene kennen, geläufig sind uns die 7. fest, die 6. flüssig, die 5. gasförmig, die 4., zu der sagt die Normalphysik Plasma, also die ionisierten Gase, wo die Teilchen schon auseinandergerissen sind. Und die anderen kennt die Normalphysik, die Schulphysik, nicht. Hier beschrieben mit ätherisch 4, 3, 2, 1. Das, ne, das wo die Leute vor Einstein, sage ich jetzt einmal, noch sich eines Äthers bewusst waren. Nur die meisten auch nicht, dass das nicht nur ein Äther war, sondern eine Hierarchie eben. Und das ganze Spielchen setzt sich dann aber fort, denn, das habe ich jetzt aus Platzgründen hier gar nicht machen können, auch die nächste, die 6. Ebene, besteht wieder aus 7 Stufen, die 5. Ebene aus 7 Stufen und so weiter. Und das in allen Religionen, in allen alten Philosophien, überall irgendwie anders beschrieben, mit anderen Mythen, mit anderen Sagen und so weiter. Überall der Hinweis, dieses hierarchisch ineinander verschachtelte Weltbild, in den seltensten Fällen aber mit Wirbel in Verbindung gebracht, und das ist jetzt in erster Linie für mich die Leistung von der Gabi, dass sie das zusammenbringt, ja, was die Alten gesagt haben mit dem modernen physikalischen Wissen, das sie auch verknüpfen kann mit dem Schulwissen der heutigen Physik, was die meisten von uns ja nicht können. Und diese Einteilung, dass es gerade 7 sind, die sollte man jetzt auch nicht so dogmatisch sehen. Denn so wie man den Farbenkreis zum Beispiel in 7 einteilen kann, kann man ihn auch, ich weiß nicht, in 12, in 15, in 20 Untergruppen einteilen. Kommt wieder darauf an, welche Ausschnitte der Natur schaue ich mir an. In Wirklichkeit sind das ja alles Kontinuen. Und wo mache ich bewusst eine Grenze?
Und es wird einen Sinn haben, dass die weisen Leute aus vielen Jahrtausenden die Grenze in solchen siebener Schritten gezogen haben. Aber es gibt andere gescheite Leute aus der Vergangenheit, die haben Grenzen in 12er oder in 13er oder in 20er Schritten gemacht oder in noch anderen und die haben auch wieder einen Sinn. Und die Gabi in Zusammenarbeit mit der Christa Jasinski, wollen sich jetzt daran machen, zum Beispiel diese 7er Einteilung mit der 12er Einteilung zu einer Überblendung zu bringen und zu sagen, ja, wie passen denn die Einteilungen zusammen? Ne? Wie können wir uns das vorstellen? Also in dem Sinne nicht dogmatisch, sondern schauen, wofür ist es ein sinnvolles Werkzeug, die 7er Einteilung, dann verwende ich sie. Und für andere Bereiche ist vielleicht eine andere Einteilung sinnvoller. Das haben wir schon gesagt, die Unterscheidung zwischen Äther und Heter, diese hängt eben mit dieser hierarchischen Struktur zusammen, dass es eben diese Flüsse von was auch immer in allen diesen Feinheitsebenen, Graden, Stufen gibt. Deswegen diese Umbenennung. Die andere Geschichte haben wir auch schon erwähnt, Resonanz. Obertonreihen funktionieren immer mit dem Faktor 2 hoch n. Immer ein Resonanzphänomen ist immer ein Phänomen, was auf einer Verdoppelung beruht. Und diese Verdoppelung, das nennt man in der Musik Oktavierung. Und da habe ich noch einen Bezug auf den Walter Russell hingemacht, der sich auch sehr viel da beschäftigt hat und der eine Oktave, er hat das zwar Oktave genannt, das kommt ja von dem Wort 8, aber 8 selber ist ja auch schon wieder eine Potenz von 2. Ne? 2 hoch 3 ist 8. Und da beschäftigen wir uns jetzt nicht näher. Die Gabi hat dann hier diesen 7er System von den Theosophen Leadbeater Besant versucht, eine Größenordnungsskala zuzuordnen. Da halte ich mich jetzt auch nicht auf, da sprichst du dann drüber. Nächstes Phänomen, Mäander. Wir haben also bisher in sich geschlossene Wirbelstrukturen besprochen. Das heißt, das ist ein Wirbel, der sich quasi, wo sich die verschiedenen Wirbelphasen mehr oder weniger am selben Ort wiederholen. Jetzt gibt es aber auch in der Natur Strukturen, wo sich die verschiedenen Wirbelarten nicht am Ort wiederholen, sondern räumlich hintereinander. Und eine solche Wirbelstruktur eines räumlichen Hintereinander ist ein Mäander. Und wir kennen das, der Viktor Schauberger hat uns das ja als erster zumindest in unserer jüngeren Vergangenheit klar gemacht, dass das Wasser an Qualität gewinnt, wenn es sich verwirbelt und dass dafür Krümmung erforderlich ist und unsere Flussregulierungen da falsch waren, man muss das gekrümmt machen. Und das Warum, das erklärt jetzt die Gabi folgendermaßen. Wenn wir uns vorstellen, das ist die Fließrichtung von dem Fluss, ja, also von links unten fließt er da entlang. Dann ist es so, dass hier eine Verwirbelung zum Beispiel gegen den Uhrzeigersinn. Da werden hier, also das wäre jetzt der Kernbereich, wo, hier an diesem Ende, wo die Schlaufen ganz eng sind. Und da, wo die Schlaufen weit wären, das wäre der äußere Bereich von dem Wirbel. Wenn man das jetzt vergleicht mit so einem geschlossenen Wirbel. Und dann werden sie wieder eng, da sind wir wieder in einem Wirbelkernbereich. Und dann werden sie wieder weit, dann sind wir wieder im äußeren Bereich. Wieder im Kernbereich und so weiter. Und wenn man jetzt, das ist also eine Wirbelhierarchie, wo sich der Kernbereich und der Hüllbereich, der äußere des Wirbels, jetzt im Raum hintereinander abspielen. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn wir eine so eine Schlaufe herausgreifen und diese Schlaufe jetzt anschauen, dann haben wir innerhalb der Schlaufe, da wo es hochsteigt, das Wasser im Fluss, sozusagen den Kernbereich. Und da, wo es dann wieder abtaucht, wäre der Hüllbereich. Da geht es schnell rauf und irgendwo, wo die Strecke länger ist,
langsam runter. Und schnell rauf und langsam runter. Während es sich aber weiter bewegt. Ja? Ich habe da allein schon eine Verschachtelung der Struktur. Zwei verschiedene Wirbel ineinander. Und das natürlich jetzt wieder immer kleiner und kleiner. Die Substrukturen gibt es ja auch. Was bewirken die Wirbel beim Wasser eigentlich? Ja, die verändern ja das Wasser. In der Mitte wird Kavitation eingespeist. Das fällt runter. Obwohl der Pfeil da ist in der Mitte, neben dem Steilufer, dort beschleunigt es den ganzen Fluss. Wenn die Kurve fehlt, fehlt diese Beschleunigung. Hier. Also ein ganz flacher Fluss wird durch die Kurve schneller. Kann man sagen, dass dann durch die Ernährung der äußeren Feldes dann das Wasser aufgeladen wird und deswegen das fließende, meandernde Wasser mehr Energie hat oder anders? Genau, das Wasser wird durch die... Kannst du ganz einfach in Geschwindigkeit erklären, dass die zunimmt, durch den freien Fall in der Mitte. Ja. Sozusagen für Kinder. Ja, also durch die Gravitation, durch das Einkoppeln dessen, was unsere Gravitation ausmacht, sage ich jetzt einmal, wird da Energie zugeführt, Energie oder Anführungszeichen. Das ist also das, was das Ganze beschleunigt, den Vorgang. Und das beschleunigt sich ja nicht nur auf unserer grobstofflichen Ebene. Auf unserer grobstofflichen Ebene sehen wir, die Wassermoleküle werden schneller durch diese Bewegung. Das spielt sich ja aber innerhalb unserer Wassermoleküle auch ab, auf allen Ebenen. Und es ist ganz offensichtlich so, dass da wo dieser Kernbereich ist, dass da ein wirklicher physischer Zerlegungsprozess auch erfolgt. Das heißt, eine Auflösung von den Substrukturen, auch der Wasseratome und Moleküle, und dann wieder ein Zusammenbau. Und das scheint der Hintergrund dessen zu sein, dass das Wasser belebt wird dadurch, dass es an Qualität gewinnt. Da wird quasi aus diesem, wenn man so will, aus dem göttlichen Bereich, ja, von unseren sieben Ebenen, was reingeholt und der Mist wird aufgelöst. Ja. Es erfolgt Auflösung und wieder frisch Zusammenbau. Das scheint der Hintergrund zu sein für mich. Was meinst du, ist das also richtig? An der Stelle der Richtungsänderung, ja, müsste man sagen, dort steckt eine Sonne. Ja. Im Sonnensystem ist dort die Sonne oder im Inneren der Erde. Haben wir bei irgendeiner Folie? Bei Folie hat man gesagt, wenn das Wasser über sieben Steine fließt, ist es wieder gereinigt. Und diese Reinigung wird aber nur durch die Verwirbelung bewirkt. Genau. Es geht nicht um die Steine, sondern es geht darum, dass die Steine die Wirbeln verursachen. Ja. Aber hier geht es ja eigentlich um diese Richtungsänderung. Man kann ja nicht immer nur Rechtskurven machen, das wird eine Spirale. Der Fluss muss ja geradeaus irgendwo hinkommen, also man braucht Rechts-Links-Wechsel. Und das können diese Wirbel nicht einfach in großem Maßstab die Richtung ändern. Aber im kleinen Maßstab schon. Wenn sie kleiner werden, kriegen sie irgendwann mal die Größe der Wasserhöhe und deswegen ist es dort flacher. Und dort können sie im Ganzen sozusagen über so einen Rolleffekt von 180 Grad die Richtung wechseln. Wie Kugelwirbel, der rollt ein Stück und dann können wir in der Gegenrichtung wieder weiter. Und in dem Moment ist auch im Sack so gebietet, dass dann der Boden hochkommt und dort wird dann immer flacher, bis es ideal ist. Und deswegen nennt man das Furt, weil man da durchgefahren ist früher mit dem Wagen. Wir wissen ja, die Mäander, die bilden sich von allein auch im Flachland. Ja? Gerade dort, weil es ja sein muss, weil die Natur das so erfordert. Irgendwo im Flachland ist immer der Untergrund durch Lehm oder durch Steine, durch Felsen fester als irgendwo anders. Und dort, wo er fester ist, dort entsteht halt natürlich die Kurve. Steilkurve bleibt dort. Ja, weil dort der Widerstand durch zum Beispiel das festere Bodenmaterial größer ist wie daneben, dann entsteht dort die Kurve, die kann dort bestehen bleiben. Und je nachdem, wenn das eine Landschaft ist, wo halt keine felsigen Formationen sind, dann sieht man im Laufe der Zeit, ändern sich die Kurven. Ja? Wir haben jetzt uns angeschaut prinzipielle Wirbelstrukturen, wir haben uns angeschaut Wasserwirbelstrukturen, wir haben uns jetzt angeschaut keine geschlossenen, sondern offene Strukturen. Und jetzt nochmal kurz einen Blick
auf die größere Größenordnung Sonnensystem. Es gibt da im Sonnensystem, wir wissen, die Planeten, der Grund, warum die genau auf der Bahn sich bewegen, wo sie sich bewegen, den kann man mit Gabis Wirbelmodell erklären. Und zwar, wenn man sich jetzt vorstellt, dass da so angeschaut, ja? Also von oben drauf geschaut, dann erkennt man hier zum Beispiel, wenn ich an diesem Punkt die rote Linie verfolge, dann gibt es innen den Punkt der Umkehr und dann geht es an der blauen Linie wieder raus. Das heißt, das ist also so eine geschlossene Wirbelstruktur, von oben betrachtet, rot nach innen zum Zentrum hin zentripetal und blau vom Zentrum weg. Und das als Beispiel jetzt für, wenn wir auf unser Sonnensystem schauen würden, dann würden wir eben, wenn wir im Zentrum unsere Sonne anordnen, da unsere Planeten einzeichnen können. Und wir würden erkennen, dass diese Planeten, auch die Abstände der Planeten von der Sonne, sich wunderbar mit diesem Modell in Einklang bringen lassen. Wobei wir da, wir haben bei jedem Planeten eine leichte Asymmetrie. Wir haben ein sogenanntes Perihel. Das ist der Punkt, wo der Planet, der jeweilige, den geringsten Abstand von der Sonne hat, und ein Aphel, das ist der Punkt, wo er den größten Abstand von der Sonne hat. Und wenn jetzt dieses Rote jetzt der Planet wäre, der würde da jetzt weiterlaufen und an dem Punkt, wo sich diese Strömungslinien hier schneiden, da hätte er seinen geringsten Abstand und dann läuft er weiter und landet wieder da. Ja, das wäre also die Planetenbahn vom Aphel zum Perihel und wieder zurück. Das hängt aber mit der Anziehungskraft der Sonne auch zusammen, oder? Nein. Das hängt indirekt damit zusammen, weil das, was ich da hier, oder die Gabi, das ist ja die Grafik von der Gabi, diese blaue und die rote Linie, das sind ja Strömungen, ja, die für uns nicht sichtbar sind, feinstoffliche Strömungen, die unser Sonnensystem durchziehen. Durch diese Strömungen entsteht erst die Sonne. Ja? Die Sonne Strömungen, die Sonne ist sozusagen der Kernbereich von dem Sonnensystemwirbel. Die Sonne ist der Schlauch von oben gesehen. Ist der Kern von unserem Sonnensystemwirbel. Und in den Zwischenräumen zwischen verschiedenen Strömungsschichten, da wird sozusagen Materie ausgekoppelt und das sind unsere Planeten, die dann dort ihre Bahnen ziehen. Ja, so wie Schiffe auf dem Meer oder wie auf dem Golfstrom, ja? Ja. Wir haben einen Golfstrom von innen nach außen, von außen nach innen und die Planeten sind Schiffe da drauf. Wie lässt sich in dem Modell dann das erklären, dass die Planeten auf einer Ebene sind? Ja, weil das kommt dann noch. Ja, kommt gleich. Die müssen flach sein hier, die sind alle diskusförmig, die sonst. Wir haben ja gesagt, das ist ja nur ein Prinzipmodell. Wenn der so flach ist, ja, der Wirbel, dann ist es mehr oder weniger für uns erkennbar auf einer Ebene. Es ist aber, sind aber trotzdem Strömungen rein und wieder raus. Und es gibt zum Beispiel Galaxien, ja, die solche Scheibenform haben. Aber unsere Astronomen haben auch Galaxien entdeckt, die fast kugelförmig sind, wo die Strömung eben nicht so flach ist. Machen wir jetzt nochmal 5 Minuten Pause und dann widmen wir uns nochmal dem Sonnensystem. Okay?